Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuseher und Zuschauer, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute ist der liturgische Kalender am 22. Sonntag im Jahreskreis und heute möchte ich unseren Blick auf die zweite Lesung des heutigen Sonntags lenken. Sie ist entnommen aus dem Hebräerbrief. Denn da wird uns eine große himmlische Schau präsentiert. Ich darf mal zitieren. Ihr seid zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zu einer festlichen Versammlung und zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, die im Himmel verzeichnet sind. In diese Versammlung treten wir ein, jedes Mal, wenn wir gemeinsam Eucharistie feiern, wenn wir Heilige Messe feiern. Dann sind wir als irdische Kirche dort, aber auch als himmlische Kirche. Und Jesus Christus ist der Kristallisationspunkt. Hier im Evangelium heißt es, ihr seid hinzugetreten zu Gott, dem Richter aller, zum Mittler eines neuen Bundes. Und in der Liturgie wird das deutlich, wenn wir beten, wenn die Hostie gehoben wird, durch ihn, mit ihm und in ihm. Also durch Christus, mit Christus und in Christus treten wir ein in den Bund Gottes, vereinen wir uns mit der himmlischen Kirche. Treten wir ein in das himmlische Jerusalem, deren Abbild unsere Kirche ist, das Gebäude, aber auch die Gemeinschaft der Glaubenden. Mit diesem Gedanken wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder beim nächsten Wort für die Woche. Alles Gute und Gottes Segen für Sie.